Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons. Ich habe schon mal offscreen getestet und nachgeschaut. Ja, hier habe ich getestet. Die Bäume wachsen hier prächtig, aber sie sind noch nicht groß genug, dass ich sie fällen kann. Dann bringen sie ein wenig mehr. Betonung liegt bei ein wenig, aber immerhin besser als nichts. Denn wir brauchen ganz dringend Holz. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, es ist noch ganz klein. Alles gut. Ja. Viele haben mir was zu dem Seidenhuhn geschrieben, dass das auch sehr anspruchsvoll ist. Warte mal, ich guck gerade, kann ich das hier mal so runterhämmern? Ja, es hat mich irgendwie die ganze Zeit immer gestört. Ja, ich habe ja außersehen, wenn man mit der Axt über Gras geht, da verwelkt sie. Fucking Videospiellogik. Ich verstehe es nicht so ganz, aber ja, wenn das Videospiel sagt, dass es so ist, dann wird es auch so sein. So, bitte. Pflanzt mir das neu, wir können auch hier mal alles ein bisschen wegfällen. Ja. Um bei Reiko das nächste Event freizuschalten, brauchen wir ein lilanes Herz. Das wird ein ganz klein wenig noch dauern, weil wir haben momentan, glaube ich, ein gelbes bei ihm. Oder haben wir jetzt inzwischen ein lilanes? Ich muss gleich mal nachgucken. Nicht, dass ich scheiße labere. Das wäre ja mal was ganz Neues. Gut, ich gucke mal ganz kurz. Ich würde hier gerne mal ein paar Bäume fällen, weil wir brauchen wirklich ganz dringend Holz. War hier noch irgendwas oder habe ich schon alles weggesenzt? Ich habe alles weggesetzt. Ich bin ganz schön hardcore drauf, möchte ich mal so anmerken. Na gut. Okay. Schön. Übrigens, ich werde immer mal noch gefragt, wo Eda ist, weil hier drüben das Feld leer ist. Ja, guckt einfach mal bei dem letzten Video rein, wo man zuletzt ihre Thumbnail, sie auf dem Thumbnail sieht. Dann werdet ihr wissen, was mit ihr passiert ist. Ich möchte jetzt hier nicht so spoilern oder so, falls Leute das auch spielen und keine Ahnung. Okay, na genau, wir gehen mal zu Reggie Wagel. Gehen wir mal in die Stadt dafür. In die Stadt reiten. Ja. Ich schenke ihnen dann mal was. Wenn ich ihm nicht sogar schon offscreen was geschenkt habe, dann muss ich mal gucken. Ja. Ja, Masaru, du bist der Allerbeste. Ich guck mal ganz kurz hier oben. Ja, Geburt eines Kalbs. Ah, Yume. Okay, das kam jetzt unerwartet. Oh. Du kommst genau richtig. Fräulein Elise verhält sich schon den ganzen Tag irgendwie ungewöhnlich. Ach so, ich verstehe. Elise ist eine Kuh und die kalbt gerade. Ja, das ist doof. Sie hat vor kurzem auf einmal angefangen, in der Eingangshalle hin und her zu laufen. Dürfte ich dich bitten, kurz nach ihr zu sehen? Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Vielen Dank, folge mir. Hä? Huh? Oh, oh! Yume, guten Tag. Ich verhalte mich seltsam. Moa? Nein, es ist wirklich nichts. Ich bin wie immer unerschütterlich. Dass eine meiner Kühe ein Kalb zur Welt bringt, beunruhigt mich kein bisschen. Ich sollte dabei sein? Warum um alles in der Welt muss ich bei der Geburt einer einfachen Kuh anwesend sein? Moralische Unterstützung? Wie gesagt, es beunruhigt mich nicht im geringsten. Wenn du dich so sehr dafür interessierst, sieh sie doch selbst an. Sieh sie doch bitte mal an. Wenn du gehst, findet Fräulein Elise vielleicht den Mut, nachzukommen. Okay. Fräulein Elise. Oh, na gut, wenn es dir dermaßen wichtig ist, komme ich eben mit. Und damit das klar ist, ich gehe nicht, weil ich selbst besorgt bin, sondern nur, weil ihr mich so gedrängt habt. Natürlich. Nur deshalb. Geburt eines Kalbs. Wir werden sie nicht sehen, oder? Nein, natürlich nicht. Das wäre viel zu eklig mit dem ganzen Schmodder und blah. Hey, wer bist du? Was hast du hier verloren?
Oh, verstehe. Du bist hier, weil Fräulein Elise dich gebeten hat, nach der Geburt zu sehen. Ach, es lief alles gut. Das Kalb ist gerade zur Welt gekommen. Wie du sehen kannst, ist es bei bester Gesundheit. Glaubst du, Fräulein Elise kommt noch selbst? Wie schade. Ich hatte gehofft, dass sie ihr neues Kalb, dass das neue Kalb, was, nein, ich hatte gehofft, ihr das neue Kalb zeigen zu können. Synchron freuen. Yummy! Oh, okay. So. Weil du darauf bestanden hast, habe ich mich entschlossen, selbst nach dem Kalb zu sehen. Puh, wie geht es ihm? Ah, es ist gesund und munter. Oh, das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Mir war gar nicht klar, wie klein sein neugeborenes Kalb sein kann. Und obwohl es so klein ist, hat es sich so eine Mühe gegeben, zur Welt zu kommen. Aber das musste es wohl, damit es alles andere tun kann und so. Oh. Es scheint sich zu freuen, Sie zu sehen, Fräulein Elise. Oh. Wir müssen noch einige Vorkehrungen für das neue Kalb treffen. Können Sie bitte einen Moment auf es aufpassen? Was? Warte, komm zurück! Ach, ich habe gerade überlegt, was das hier ist. Das ist einfach die Kuh von dem kleinen Kalb. Also von dem. Ich dachte so, hä, hat die irgendwie so Stroh im Mund oder so? Na egal. Was muss ich denn jetzt machen? Oh, Yumi, warst du bei der Geburt dabei? Oh, ich frage mich, wie es wohl ist, zu sehen, wie ein neues Leben in die Welt tritt. Es scheint recht unhygienisch zu sein. Ich hätte nicht so viel Zeit damit verbringen sollen, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Ich hätte bei der Geburt dabei sein sollen. Jetzt, da ich das Kleine hier sehe, bereue ich, dass ich gezögert hatte. Circa der ersten Momente eines neuen Lebens zu werden, ist bewegender, als ich angenommen hatte. Egal ob Mensch oder Nutztier, eine Geburt ist etwas, das gefeiert werden sollte, nicht wahr? Ich hätte wirklich nicht so starkköpfig sein sollen. Ich habe deswegen die Chance verpasst, etwas Großartiges Großartigem beizuwohnen. Du hast recht, Yumi. Nächstes Mal werde ich so eine Gelegenheit ganz bestimmt nicht verpassen. Okay. Yumi, ich finde, auf deinem Drängen hin habe ich heute sehr etwas sehr Wichtiges gelernt. Anfangs dachte ich, du würdest dich nicht nur unnötig einmischen, aber jetzt bin ich dankbar, dass du hier warst und so. Oh, danke. Gibt es hier auch gleichgeschlechtliche Heirat? Weiß das jemand? Ja, jedenfalls danke, Yumi. Ich schätze mal, ab und zu brauchen wir alle einen kleinen Anstoß. Wie dem auch sei. Du solltest dich jetzt wieder deinen Pflichten widmen und so. Hier ist alles unter Kontrolle, also verpiss dich. Nein, also geh wieder. Außerdem kann ich nicht zulassen, dass du all meine Betriebsgeheimnisse hier ausspionierst. Los, raus mit dir. What? Als ob ich hier ihre Betriebsgeheimnisse ausspionieren würde. Naja. Oh, hallo, meine Kleine. Ab heute wohnst du hier auf meiner Farm. Schön, dass du hier bist. Oh, da freut sie sich. Na gut. Aber eigentlich wollten wir zu Rhaegar. Ich wollte gucken, weil es gibt ja einige Events, die man halt triggern kann. Und ich dachte, ja, vielleicht trigger ich ja eins. Und es ist auch passiert. Ich habe zwar eigentlich auf ein anderes spekuliert, aber das ist auch gut. Okay, dann gehen wir mal doch zu Rhaegar. Jetzt haben wir ziemlich viel Zeit bei Elise verbracht. Hallo, Reggie. Na, was geht ab? Komm bitte nicht in meine Küche, wenn was wir sind voll zusammen, okay. Du kannst ja auch so mit mir reden. Oh, hey, das gefällt mir, danke. Ich weiß gerade vor Schreck gar nicht, was Rhaegar sehr mag. Ich kann ja mal ganz kurz nachgucken. Eine Sekunde, das machen wir mal jetzt hier on the top on screen. Rhaegar mag.
es irgendwie so Favorites? Gab es das schon irgendwie mal gestaffelt? Hoodie, The Chef, Dress. Ach, das sind die Outfits. Gifts, genau. Okay, Reis und Hiroshimi. Reiskette, Cooking, Rezept, Without Winning, Crop Fishing. Oh, okay. Wisst ihr was? Ich schenke ihn weiter Seegras. Ich glaube, Seegras ist keine schlechte Idee. Gut. Dann ist... Oh, es wollte schon wieder zu Elise gehen. Ich bin so doof. Hoffentlich kommt noch ein Event jetzt. Das war jetzt erstmal genug. Ja, dann gehen wir einfach mal schlafen. Beziehungsweise noch ein paar Pflanzen gießen. Ich hoffe, ich habe auch heute alles schon erledigt. Aber ich glaube... Gut. Dann können wir morgen wieder einen wunderbaren Tag beginnen. Ja. Zurück zur Farm. Ich muss gerade lange schon aufnehmen. Ich mache halt derzeit, versuche ich die Folgen halt ein bisschen kürzer zu machen, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe für alles. So, ach, hier kann ich jetzt nochmal gießen, das ist sehr gut. Machen wir das. So. Ha. Warum sollte ich das auch ernten können? Warum rede ich so leise? Man hört mich vermutlich gar nicht. Okay. Ich gucke mal ganz kurz. Handelsb. Ich guck mal ins Handelsb. Wie war das nochmal? 100 Zäune, Werkzeuge, Samen. Möbel und Dekorationen. Ich habe ziemlich viel Gartenbauzeug verkauft. Ja, ziemlich viel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einiges. Wir haben schon fast die Hälfte. Yay, Party Hard. Wow, cool. Das wird, denke ich mal, noch einiges dauern an Zeit. Das ist so einer der harten Gegner. Wege haben wir. Möbel brauchen wir auch noch. Oh, Schluck, Jacks. Das wird schwierig. Warte mal, wie weit bin ich denn? Ich muss hier nochmal alles mir angucken. Tut mir leid. Ich brauche das so ein bisschen für mich, glaube ich, auch. Nein, das wollte ich gar nicht. Handelsb. Schauen wir mal. Items. Werkzeuge, Saatgut, Ertrag war es, ne? Ja. Da brauchte ich ja 15.000 bei uns, ne? 15.000. Oder waren es 10.000? Weil wenn es... Ich weiß es gerade gar nicht. Scheiße. Weil ich so dumm bin. Ich überlege gerade. Kann ich jetzt irgendwo mal nachgucken? Hier. Eis-Country. Das war, glaube ich, das andere Country. Sekunde, es kann sich noch um Jahre handeln, ehe ich es gefunden habe. Tropical Country, genau. Ich vergesse das immer wieder, ne? Prozess, ne, 15.000 sind. Boah, scheiße. Das ist noch voll viel, aber. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Eines Tages, wenn ich ganz viel Heu gemäht habe. Ich habe, glaube ich, auch schon die Hälfte. Die Hälfte wird es bestimmt schon sein. Ich bin ein bisschen optimistisch. Oh, geil, es regnet. Yeah, Regen, Regen, Regen. Wupp, wupp, wupp. Mega nice. Läuft sie so? Immer noch nicht. Na gut. Und hier kann man hier was... Oh, hier kann man sogar was ernten. Das neue Baumwolle. Baumwolle ist die Baumwolle. Da, 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 holla, holla. So. Sehr schön. Ich glaube, hab ich noch Baumwollsaat? Ja, 3 Stück, aber ich müsste eigentlich mehr machen können. Da schauen wir gleich mal. Sekündle. Warte, ich gleich mal Tuten tun. Ich muss kurz überlegen. Genau. Den Baum könnte ich eigentlich auch noch weghauen, ne? Wäre gar nicht mal so schlecht. Ich will ja erstmal eine baumfreie Zone haben. Ah, okay, ist ein... Oder? Ne, ist kein Adelbaum. So. Ja, auf hier rum zu eiern. Mädel. Gott, ich brauch so viele Bäume, die ich anbauen muss. Das ist so schlimm. So, Saatgutscheine. Nehmen wir die mal heute. Katsching. Ja. Hier ist nämlich auch noch, genau, getrocknetes Baumwollzeug. Und hier noch getrocknetes Grassamen. Und Baumwollsamen. Stell mit wieder 30 her. Hihi, okay. Dann können wir uns noch ein wenig um die Tiere kümmern. Ich hätte vielleicht gestern noch auf die Safari gehen sollen, weil das Seidenhuhn-Schoki ist wirklich sehr, sehr
empfindlich. Also einige haben geschrieben, ich muss wirklich auch immer den Mist jeden Tag wegmachen. Ich sollte vielleicht auch mal auf die Safari gehen, damit es ihm auch so besser geht. Und ich habe auch gelesen, dass sie gerne unter ihresgleichen leben. Also, dass sie Probleme haben mit, ja, dass sie lieber Leute haben, die wie sie sind. Also andere Hühner. Voll die Rassisten, ne? Das Schwarze will nicht mit dem Weißen zu tun haben. Ich kann mal gucken, ich weiß gar nicht. Ist noch ein Platz frei? Ich würde jetzt eigentlich schon fast sagen, Brutkasten. Habe ich noch einen Platz in dem Dingens hier frei? Weiß es nicht. Ich probier's einfach mal. Kann ich ja mal, also mir wurde gesagt, dass es sich schon vielleicht wohler fühlt. Ah, es geht sogar. Es ist noch Platz. Vermutlich noch für ein einziges. Gut. Schoki scheint es heute nicht so gut zu gehen. Ach, Schoki. Ist ja doch nicht so. Ich könnte auch vielleicht eins meiner anderen Hühner verkaufen. Nati oder so. Ich glaube, die guckt das Let's Play eh nicht. Nati, falls du guckst, schreibe. Wenn nicht, dann schreibe nicht. Sie wird nicht schreiben. Ich glaube nicht, dass. Das. Oh mein Gott. Sie das guckt. Draußen bellen gerade bei mir im Flur übelst die Hunde. Und ich hoffe gerade, dass Kyoto ruhig bleibt. Also mein Hund. Und er bleibt sogar ruhig. Ah, er hat leicht gewufft, aber jetzt ist er wieder ruhig. Okay. Ja, so ist es halt, wenn man Hunde hat. So, ich brauche auf jeden Fall wieder neue Hühnerleckerlis. Sean kriegt natürlich auch noch was. Habe Sean das schon gebürstet? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein, anscheinend noch nicht. Sehr schön. Gut. Wird der Stress langsam weniger? Tiernotizbuche, schau mal kurz. Nee. Der Stress wird nicht weniger. Ich sollte, glaube ich, wirklich mal mit ihr auf die Safari gehen. Das ist doof. Das ist doof. Okay, bei euch ist alles weit okay. Ihr seid nicht ganz so empfindlich, hoffe ich jedenfalls. Ich schmecke erstmal ein paar. So. So. Das Fell von dem wächst auch ultra schnell nach, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich alle so alle 2, 3 Tage scheren kann. Das ist cool. Das ganze Zeug, was hier durch die Gegend fliegt, erstmal einsammeln. So. Ach, schön. Bürsten muss ich natürlich auch noch alle. Ach, nerv. Aber was muss, es muss halt sein. Bürste jetzt sehr oft so weit, bis dann die bunten Noten kommen. Weil mir viele gesagt haben, dass so normal bis zum Herzbürsten oft nicht reicht. Finde ich zwar irritierend, dass das in dem Spiel so ist, aber okay, wenn es halt so ist, dann muss ich das leider machen. So, du auch noch, meine Liebe. Und auch noch du. Okay, Masaru, du heute auch mal. Machen wir dich auch mal ein bisschen sauber. So, und jetzt noch mit allen noch kurz reden. Ja, euch geht's wenigstens allen gut. Ist halt nicht ganz so anspruchsvoll wie Schoki. Boah, Schoki, es hat nichts mit dir zu tun, ja. Es hat jetzt nichts mit dem Zuschauer zu tun. Das mache ich halt. Das bezieht sich dann auf das Tier hier. Okay, denen geht's allen übelst gut. Oh! Okay. Jean und Bombe sind voll und ganz zufrieden. Oh, und Jean hat sogar bald Leckerli voll. Trotzdem müssen aber noch Leckerlis verteilt werden. Wo ist denn hier? Da. Keksi. Die Liebe. Memme. Memme. Jean kriegt auch Wasser. Und der Bammel auch. Und ich mache ganz nervige Sachen. Und wie sie hochspringen und sich freuen, das ist immer so schön. Lolli freut sich schon nicht so. Und Moni? Auch noch nicht. Naja, kommt auch noch. Okay, liebe Freunde, ich wollte mal sagen, das war's von der heutigen Folge. Wir waren bei, mehr oder weniger bei einer Geburt dabei von einem Kalb. Ich werde, denke ich mal, jetzt offscreen wieder hier, ihr wisst schon, das, was ich gerade tue, tun. Gehört leider auch dazu. Und dann können wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen einkaufen gehen. In der Hoffnung, dass Läden offen haben. Und ja, dann ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir made Let's Play Story of Seasons. Und dann werden wir natürlich auch wieder Rega besuchen. Was auch sonst. Okay, bye.